Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine kleine Geschichte, die ich mit dir teilen möchte, mal wieder. Und zwar stell dir vor, es ist morgens und ich bin mit dem Auto unterwegs und ich stehe an einer Ampel und vor mir steht ein Auto und die Ampel ist rot. Und die Ampel wird gelb, sie wird grün und mein Vordermann oder Vorderfrau, ich weiß es jetzt gar nicht, fährt nicht an. Also bleibt einfach nur stehen. Okay, die Situation, die und dann hupt jemand hinter mir. Und ich denke noch bei mir, mein Gott, jetzt muss er aber nicht gleich Stress machen, hat es vielleicht einfach nicht mitbekommen. Ja, war aber sehr energisch mit dem Hupen. Und dann denke ich, oh Heidi, jetzt sei mal nicht so blöd. Ja, du weißt ja gar nicht, was der jetzt, vielleicht ist er gestresst, vielleicht muss er noch zum Termin oder irgendetwas. Und jetzt sei mal nicht so voller Vorurteile und ja, schickt dem Menschen einfach ein bisschen Liebe, ein bisschen Licht und ja, und öffne dein Herz und lass es einfach gut sein. So, das war das und ich fahre einfach so weiter, denke, ich habe eine gute Tat getan, weil ich doch weiß, ja, dass man hinten dran gestresst ist oder ja, nicht ganz bei sich. Okay, wir fahren weiter und es hupt wieder. Und ich denke, okay, was ist jetzt passiert? Und dann fährt das Auto, gibt nochmal Gas und fährt direkt neben mich und signalisiert mir irgendetwas. Und in dem Moment macht es bei mir Dong, ja, und ich verstehe, was dieser Mensch mir sagen möchte, nämlich mein Tankdeckel ist offen. Also keine Ahnung, ob der Mensch gestresst war. Der hat auch nichts, wollte auch nicht signalisieren, dass diese Person schneller fahren soll oder überhaupt fahren sollte, sondern dieser Mensch wollte mir nur was Gutes tun. Er wollte mich darauf aufmerksam machen, dass mein Tankdeckel noch offen ist. Und ich habe mich bedankt dann und in dem Moment habe ich mir auch gedacht, mein Gott. Das ist doch unglaublich. Da habe ich in meiner Überheblichkeit gedacht, ja, zu wissen, was man hinten dran, ja, was bei dem los ist, ohne überhaupt wirklich zu wissen, was bei dem tatsächlich los ist. Ja, also ich habe einiges da rein interpretiert, was völlig an den Haaren herbeigezogen war, was ja offensichtlich tatsächlich auch so war. Und es hat mich doch wirklich daran erinnert, dass wir im Alltag tatsächlich genauso reagieren oft, ja, dass wir denken, zu wissen, was für jemand anderes richtig ist oder was jemand anderes denkt, was jemand anderes eigentlich sagen möchte oder was jemand, ja, also dass wir alles Mögliche interpretieren in bestimmtes Gesagtes, ja, dass wir sagen, ja, der hat das und das gesagt, aber ich glaube, dass er das und das gemeint hat oder dass bei dir was ganz anderes ankommt, ja, so der Klassiker, dir bietet jemand vielleicht irgendetwas an. Und du denkst, ja, aber wenn der mir was anbietet, muss ich dem dann auch was geben oder so. Aber vielleicht möchte dein Gegenüber das ja gar nicht, ja. Also das ist, ich finde es super spannend und es hat mich doch sehr nachdenklich gemacht und hat mich auch wirklich mich selbst, habe ich mich hinterfragt, wo ich wirklich Dinge, ja offensichtlich, ja, Dinge hineininterpretiere, die vielleicht gar nicht so sind, wo höre ich nicht so genau zu, wo setze ich immer nur meinen Filter ein. Ich glaube, wir können das nicht ganz vermeiden, ja, dass wir das nach unserem eigenen Filter tatsächlich filtern, aber ein kleines mehr Bewusstsein in dieser Thematik und vielleicht nicht immer gleich, ja, glauben zu wissen, was jemand anders denkt oder wie es jemand anders geht und so weiter. Also dieses Interpretieren, ja. Ich glaube, da könnten wir einfach ein kleines bisschen bewusster sein. Also ich glaube schon, dass wir manchmal Dinge wahrnehmen vom Gefühl her, die tatsächlich wahr sind. Aber oft sind wir einfach nur in Anführungsstrich in einer bestimmten Vorstellung, die mit unserem Gegenüber gar nichts zu tun hat. Und genau das, dass wir bestimmte Dinge interpretieren, ist oft auch Auslöser für viele Dramen. Und ich glaube, wir könnten uns das ein oder andere Drama sparen. Ja, vielleicht jetzt gerade auch so um die Weihnachtszeit, ja, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht interpretieren, wenn zum Beispiel die Oma dir irgendetwas schenkt, dass dir gefällt es nicht oder du denkst, mein Gott, das habe ich doch jetzt schon 10-mal gehabt oder irgendwie sowas, dann nicht gleich deine Oma irgendwie angreifen oder denken, boah, die versteht dich überhaupt nicht oder irgendwas. Sie macht das aus reiner Liebe vielleicht, ja, und ja, denkt vielleicht gar nicht so weit oder wie auch immer. Und du interpretierst alles Mögliche da rein, ja. Also vielleicht können wir einfach versuchen, ein bisschen offener zu sein und vielleicht nicht immer nur das eigene irgendwie jemand anders überstülpen.
Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch vielleicht zu der Weihnachtszeit ein ganz, ganz wunderbarer Impuls. Also für mich war das auf jeden Fall auch in Bezug auf ja, Familie und Erwartungen, was ich glaube, was meine Familie erwartet oder was die denken und so weiter, was ich machen müsste. Und ja, zum Beispiel mit Geschenken, dass ich denke, ja, muss ich jetzt Geschenke kaufen oder erwarten die das? Vielleicht erwarten die das. Also bei uns zum Beispiel lange Zeit in der Familie so ein Spiel, dass jeder irgendwie total genervt und gestresst war von diesem ganzen, was schenken wir uns jetzt gegenseitig, weil wir haben doch im Grunde alles. Und keiner hat sich wirklich getraut, das auszusprechen, dass wir uns einfach nichts mehr schenken. Und wenn wir uns etwas schenken, dann nur, weil wir einfach zufällig etwas gesehen haben, was uns gefällt und was uns erinnert, was uns inspiriert, was wir unbedingt irgendwie jemand schenken möchten. Aber nicht nur, weil es Weihnachten ist, sondern weil es einfach von Herzen kommt. Und tatsächlich haben wir dann irgendwann. Also hat es, meine Mutter hat es damals auf den Weg gebracht, meine Mutter nicht, wir waren fast gleichzeitig. Und ja, und es ist jetzt nicht so, dass wir uns gar nichts mehr schenken, aber dieser ganze Stress ist jetzt weg, ja. Und das ist auch einfach nur, weil wir bestimmte Erwartungen immer haben, ja. Beziehungsweise, weil wir offen darüber gesprochen haben und gefragt haben, ist es jetzt wirklich so? Wollen wir das? Brauchen wir das? Was macht es für einen Sinn? Und ja, einfach uns getraut haben, hinter diese Erwartungen zu schauen. Ja? Also mich hat es sehr inspiriert für mich selbst und vielleicht ist es ja für dich auch nochmal ein Impuls. Also, wenn jemand mal hinter dir hupt, vielleicht nicht nur denken, boah, der Depp oder so, ja, vielleicht hat er ja eine Botschaft für dich. Okay, also ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald. Ciao.